Ein kleiner Besuch an Stellen, das ist alles voll mit diesen wunderschönen Pilzen, die, wie man hier sieht, wirklich das ganze Jahr über wachsen und nicht nur im Winter. Einer der beliebtesten Ohrlappenpilze, die wir hier haben. Ja. Und wie schön, he? Kriegt man fast Hunger. Aha. Damit hätte ich jetzt hier nicht gerechnet, weil das eine Stelle ist, wo ich sonst auch mal vorbeikomme. Aber das hier war mal ein Porling, also ist noch ein Porling, aber ist nicht mehr in der Kondition, in der wir ihn gerne hätten. Da hat auch schon einer gerupft da hinten. Ja, abgefressen, unten drunter fehlt mittlerweile so ein bisschen diese schöne schwefelgelbe Farbe. Alles ein bisschen ausgeblasst. Konsistenz her geht eigentlich noch, aber der lacht mich nicht mehr an. Außerdem wächst er so nah am Boden, sind schon 1000 Fliegen drauf. Das braucht man nicht. Aber ich freue mich, da weiß ich nächstes Jahr, wo ich herkommen muss für die Ernte. In diesem Dschungel verbirgt sich noch ein Pilz. Auf totem Holz. Und aha. Ja. Er hat einen Stiel. Er hat einen Hut. Er hat Poren und es ist Juni. Ich glaube, und er ist ungenießbar. Ich glaube, den kennen wir und den haben wir sogar auch schon mal gehabt. Insofern darf der da bleiben. Den stellen wir da hin. Ganz getarnt. Und da gibt es noch einen Fund. Upsala. Den ganzen Stamm entlang wachsen da ein paar. Machen wir auch mal raus. Und oh Wunder, er hat einen Stiel, er hat Röhren und einen Hut. So. Dann werden die anderen wohl auch einen Hut und Röhren und Stiel haben. Die lassen wir mal da. Jetzt habe ich hier noch direkt nebendran was entdeckt. Ja. Ja. Ein Ei. Bisschen zu weit aufgegangen schon. Ich schneide es mal auf für euch. Ich sage, es ist grau in der Mitte. Nach einem gekonnten Schnitt sieht es so aus. Damit ist absolut klar, was es wird. Oder was es jetzt nicht mehr wird, weil wir es aufgeschnitten haben. Zu Demonstrationszwecken. Ich habe die mal gegessen in rauen Mengen und ich muss sagen, es ist wahrscheinlich falsch zubereitet, positiv ausgedrückt. Ansonsten könnt ihr es gerne mal probieren. Ich glaube, ich bin durch mit dem Thema. Also wir hatten wirklich 50 Stück. Ein bisschen riecht man auch schon. Ja, dass hier was geht. Genau an dieser Stelle hier waren wir schon mal und haben den Ekelpilz demonstriert. Jetzt sieht er so aus. Mit einer Marienkäferlarve, was ist das? Nee.
Oder doch? Sieht komisch aus. Jetzt ist er schon ganz dunkel und hart geworden. Man kann immer noch so rausbrechen. Und diese Dinger, die im späteren Jahr, kennt man die dann, dass die so auf so Nadelholzstümpfen stehen, schwarz und unbedeutend, wenn man nicht mehr weiß, was es ist. Das ist genau der Ekelpilz. So sieht er jetzt 2 Wochen später aus. Ungefähr vor 2 Wochen war er noch gelb. Jetzt ist er braun und dann wird er schwarz. Gute Nacht. Aha, es geht los mit den ganz kleinen Kollegen. Oh, ja. Was könnte das sein? Schwarzer Stiel? Schmeckt ziemlich intensiv nach einem Gewürz. Boah, ja. Ich habe den Stiel gebissen. Das war keine gute Idee. Ich muss kurz Abbruch machen, wenn Leute vorbeikommen. Ja, also schmeckt ziemlich nach einem Gewürz. Hat nicht allzu lange Stiele. Ja. Dann nehme ich mal 2 mit, weil die habe ich, glaube ich, so noch nie bestimmt. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. So sehen sie aus. Und das hier ist dann das Ende eines Pilzes. Aber ich glaube, man kann noch erkennen, was es mal war. Nämlich daran. Aber da, ja, daran. Pilzleichen, Forensik. Wer ist dabei? Meine Helferlein haben ein neues Exemplar entdeckt und der ist ein wenig verschneckt und ein wenig abgegraben, aber der Experte oder die Expertin unter euch wird schon erahnen, dass es sich um einen Spröttblättler handelt und von der Hutfärbung her. Ja, und von der Jahreszeit her, Lamellentest fällt aus. Kann man hier nicht mehr machen. Aber hier steht noch einer. Vielleicht gucken wir mal, mehr Glück. Tun wir den mal zur Seite legen. Und den hier rausmachen. Aber da haben wir das gleiche Problem, ja. Okay. Wir haben aber noch Chancen. Nee, das ist definitiv auch das gleiche Problem. Also, da kommen wir zu spät. Macht aber nichts. Ja. Keine Pilze. Dafür aber diese Geräte in allen Farben und Formen. Tja. Gehört wohl dazu.